Programmieren mit Cubetto. Wie geht das? Auf dem Cubetto ist ein Pfeil, der nach vorne zeigt und ein Gesicht. In diese Richtung fährt der Cubetto. Das Steuerbrett richten wir so aus, dass der Knopf nach oben zeigt. In die Warteschlange kommen nachher die einzelnen Befehle. Der grüne Block steht für vorwärts oder geradeaus. Der rote für Drehung nach rechts. Der gelbe für Drehung nach links. Und der lilane Block für rückwärts. Jeder Farbblock gibt einen bestimmten Befehl. Eine bestimmte Abfolge an Befehlen nennt man dann Programm. Wird jetzt der Losknopf gedrückt, wird das Programm an den Cubetto gesendet und er führt es aus. Neben dem Befehl, der gerade ausgeführt wird, blinkt ein blaues Licht. Ist der Befehl fertig, erfolgt ein kleiner Piep. Und am Ende des Programms ein Düdelüt. Ein Programm kann man immer wieder abspielen. Geradeaus. Drehung nach rechts. Drehung nach links. Und zurück. Fertig. Wir wollen jetzt einen Weg von A nach B programmieren. Dazu stellen wir den Cubetto auf den Ausgangspunkt, merken uns seine Blick- und Fahrrichtung und überlegen dann, welche Befehle oder Anweisungen wir geben müssen, damit Cubetto zum Feld mit den Bergen fährt. Probieren wir es aus. Einmal Drehung nach rechts, vorwärts, dann Drehung nach links, wieder vorwärts, Drehung nach rechts, na, passt's, nochmal drehen und einmal vorwärts. Probieren wir es aus, ob wir richtig lagen. Drehung nach rechts, er fährt aufs gelbe Feld. Gelber Block, Drehung nach links. Grüner Block, vorwärts. Jetzt müsste eine Drehung nach rechts kommen. Roter Block und einmal vorwärts mit dem grünen Block. Hat funktioniert. Wir sind bei den Bergen angekommen.